Hallo meine Lieben, mein Name ist Linus Schmid. Heute geht es ums Lego-Putzen. Bloß nicht in die Spülmaschine. Lego ist mein Lieblingsspielzeug. Ein Merkmal von Lego ist, dass es so langlebig ist. Ich habe mittlerweile eigene Kinder mit einer eigenen Lego-Kiste mit aktuellen Sets. Ich habe auch noch eine große eigene Lego-Kiste aus meiner Kindheit. Auch von meinem Vater sind da noch ein paar Steine dabei. Lego kann man ja ohne weiteres über Jahrzehnte im Keller lagern. Vor kurzem habe ich meine alte Lego-Kiste wieder mal aus dem Keller geholt. Und nach der ersten Durchsicht ist schon aufgefallen, dass man leicht dreckige Finger kriegt hat beim Durchwühlen und zum Niesen habe ich auch angefangen. Also habe ich mich entschlossen, das Ganze in Wäschesäcke zu packen und in die Spülmaschine zu geben. Bei 65 Grad. Mankem stellt das dabei sicher schon die Zehennägel auf, denn 65 Grad ist für Lego sicherlich schon zu warm. Und ja, zu empfehlen ist der Geschirrspüler nicht. Ich habe das zwar schon ein paar Mal gemacht und es geht meistens gut, aber es gibt schon ein paar Steine, die das nicht überstehen. Die möchte ich hier einmal zeigen. Ich habe hier ein paar rote, klassische Lego-Steine, die leicht geschmolzen sind und sich verzogen haben. Ich kann das jetzt nicht beweisen und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze jetzt, dass es sich hier um besonders alte Steine meines Vaters handelt. Das könnten Steine aus den 60ern sein, die damals noch ein anderes Material, nämlich Zelluloseacetat, verwendet haben. Von den Kunststoffarten bei Legosteinen verstehe ich nichts, aber für mich macht es so den Eindruck. Denn anscheinend gab es bei Lego ab 1963 eine Umstellung beim Material. Und es ist ja auch wirklich so, dass nur diese Art von Steinen betroffen war. Das sind alles die gleichen Steine, die schauen alle gleich alt aus. Drum glaube ich, dass da was dran sein könnte. Nun, schauen wir mal, was Lego selbst empfiehlt. Die Lego Kundendienst empfiehlt, die Steine von Hand bei maximal 40 Grad zu waschen, denn eine höhere Temperatur kann die Qualität der Steine beeinflussen. Sie können sich leicht verformen und passen somit nicht mehr mit den anderen Steinen zusammen. Dem Wasser kann man ein mildes Reinigungsmittel hinzufügen, man soll es dann aber mit Wasser auf jeden Fall nachspülen. Um hartnäckigen Schmutz wegzukriegen, kann man mit einer Zahnbürste jeden Stein einzeln bürsten. Der Hersteller empfiehlt dann nachher, die Steine bei Zimmertemperatur trocknen zu lassen. Am besten geht das aufgebreitet auf einem Handtuch zum Beispiel. Ein Ventilator kann den Trocknungsprozess beschleunigen. Das ist wahrscheinlich die sicherste Variante, denn ein Föhn wäre dann auch schon wieder viel zu heiß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin für sowas viel zu ungeduldig. Ich habe meine Lego-Steine im Wäschesack auf den Wäscheständer gestellt und das Ganze in die Sonne getan. Und im Sommer sind sie dann in einem Tag trocken. Offiziell ist das aber natürlich eine sehr schlechte Idee, denn das Sonnenlicht kann die Farben der Steine verändern. Wer also wirklich alles richtig machen will, kann seine Steine einzeln mit Desinfektionsmittel mit einer Zahnbürste abbürsten und sie dann lufttrocknen lassen. Na dann viel Spaß und ich hoffe, eure Legekiste ist klein. Ich denke, das könnte etwas dauern. Danke für das Zuschauen. Wenn euch mehr Lego-Inhalt interessiert, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Dann schauen wir mal, ob da noch mehr geht. Tschüss!